die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Kurzbesuch in den USA. Nicht mal einen Tag hatte sie Zeit, um den Grundstein für die künftigen Beziehungen Deutschlands zu den USA zu legen. Vier-Augen-Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, Pressekonferenz, Arbeitsessen, Treffen mit den Vertretern der Wirtschaft. Und ein US-Präsident, der wieder einmal seine bekannten Positionen zu Zuwanderung, Aufrüstung und Gesundheitspolitik herausstellte. Großes Thema auch die internationale Handelspolitik. Ich bin kein Freund der Abschottung. Ich mag den freien Handel, ich will aber auch einen fairen Handel. Unser Freihandel hat viele schlechte Folgen nach sich gezogen. Schauen Sie sich unsere Defizite und den Schuldenberg an. Angela Merkels Gesichtsausdruck sprach Bände, trotz diplomatischer Worte. Und es ist ja mehr als fair, dass beide Seiten natürlich die Verträge abschließen, einen Gewinn daraus haben wollen. Und in diesem Geiste würde ich mich freuen, wenn wir die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch wieder aufnehmen könnten. Wir haben jetzt das Handelsabkommen mit Kanada abgeschlossen und ich hoffe, dass wir vielleicht auch in die Lage kommen, hier wieder die Gespräche zu eröffnen. Darüber werden wir aber noch sprechen. Beim Thema Ukraine-Krise bekannten sich nach Merkels Angaben beide Regierungschefs zu einer Umsetzung des Minsker Abkommens für ein Ende der Gewalt. Dennoch zeigte das Treffen, dass der Atlantik zwischen Europa und den USA ein ganzes Stück breiter geworden ist, seit Donald Trump das Amt des Präsidenten übernommen hat.